Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Und zwar ist gestern eine ganz besondere neue Mod rausgekommen, denn diese bringt die erste neue Spezies in das Spiel. Das heißt, keine Spezies wird überschrieben und ersetzt, sondern es wird eine hinzugefügt und das ist keine geringere als der Megalodon. Hier könnt ihr den sehen. Normalerweise sind das hier 8 Spezies und jetzt sind es 9 von 9. Das heißt, der ist zusätzlich ins Spiel hinzugefügt worden, ohne den Mosasaurus zu überschreiben. Und normalerweise hätte er den hier ersetzt. Jetzt kann man beide in seinen Parks haben. Und das ist wirklich bahnbrechend, weil dadurch natürlich viele weitere neue Spezies in das Spiel kommen werden in Zukunft. Und diese erste neue Spezies ist immer was ganz Besonderes. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es endlich soweit ist. Und würde auch sagen, wir brüten den gleich mal aus. Die Mod an sich kennen wir ja so schon. Die hatten wir uns ja schon mal gemeinsam angeguckt. Allerdings hat sie da noch den Moser überschrieben. Und jetzt haben wir ihn als neue Spezies. Oh, passiert hier auch was? Perfekt, Vorführeffekt. Ich habe den Fehler gefunden. Lag tatsächlich daran, dass ich es nicht ganz richtig installiert hatte. Wenn ihr das Ganze selber installieren solltet, dann ladet auf jeden Fall ACSE nochmal neu runter und installiert das auch nochmal neu, weil da ist eine neuere Version draußen und die braucht ihr für diese Mod. Und jetzt sollte eigentlich alles ganz normal funktionieren. Und da haben wir die erste neue Spezies durch Mods in Jurassic World Evolution 2. Und sogar mit neuen Skin. Den hatten wir noch nicht gesehen, weil es gibt jetzt ganz viele verschiedene Skins für den Megalodon. Was richtig cool ist. Vorher gab es ja nur diese Sandfarben, sag ich mal. Könnt ihr euch sicherlich noch dran erinnern, an den Skin, den ich meine. Aber der sieht auch sehr, sehr cool aus. Und es gibt ja jetzt wirklich richtig viele. Das hier ist jetzt nochmal ein anderer Skin. Der sieht auch mega cool aus, mit so orangenen Streifen oben auf dem Körper und auf dem Kopf. Kann man leider in dem Licht gerade nicht ganz so gut erkennen. Aber es ist schon cool, dass man da jetzt so viel Variation hat. Ich lasse mal noch einen weiteren frei. Vielleicht können wir uns die gleich nochmal im besseren Licht angucken. Wenn die an der Oberfläche oder sowas sind, dann kann man das nochmal besser sehen. Coole Animation. Ich wusste gar nicht, dass es da verschiedene gibt. War ja mega die coole Kamerafahrt. Das ist jetzt nochmal so ein sandigerer Skin von der Farbe her. Wo kämpfen die jetzt? Ich hoffe nicht. Nee, sieht nicht so aus. Schwimmen nur cool nebeneinander her. Ich kann auch nochmal einfach alle Skins jetzt nach und nach für euch einblenden. Dann könnt ihr auch die ganze Variation da mal sehen. Also gibt es schon einige Skins jetzt. Hellere, dunklere und dann auch ein bisschen ins orangene, sandfarbene gehende. Es ist übrigens so, dass das Spiel bei einigen Animationen rumbackt, wie ihr gerade sehen konntet. Also bei dem Megalodon. Die funktionieren alle leider noch nicht so 1A, aber daran wird noch gearbeitet. Und sobald das gefixt ist, dann wird da auch ein Update kommen. Und man soll auch noch keine Fischfutterspender hier drin platzieren, weil dann sonst das Spiel crashen soll. Also diese Dinger hier. Ich glaube, ich werde es mal kurz ausprobieren. Dann berichte ich euch gleich, wenn das Spiel crashen sollte, wenn er die frisst. Okay, das Spiel ist gerade gecrashed, als sie das gefressen haben. Also die solltet ihr momentan noch nicht platzieren. Diese Probleme mit den verbuggten Animationen und diesen Crashen, wenn die Fische essen, das soll es übrigens nur bei den Wassersauriern geben. Bei den Flug- und Landdinosauriern soll es keine Probleme geben. Da soll alles funktionieren. Das heißt, da werden jetzt wirklich viele Mods hoffentlich rauskommen die nächsten Tage. Da freue ich mich schon drauf.
Und ich hoffe auch noch, dass das hier gefixt wird. Mit den Animationen. Die arbeiten halt, wie gesagt, auf jeden Fall daran. Und sobald es gefixt ist, werde ich euch dann auch auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt hier auch nochmal einen Moser freigelassen. Dann könnt ihr nämlich mal sehen, dass Moser und Megalodon gemeinsam in einem Becken schwimmen können. Also es wird nicht mehr überschrieben. Man kann jetzt wirklich beide haben, was echt richtig cool ist. Das ist wirklich eine bahnbrechende Mod. Und dadurch wird halt die nächsten Tage und Wochen, denke ich mal, richtig viel in der Modding-Szene passieren. Und ich freue mich sehr auf die ganzen Sachen, die wir sehen werden. Und falls ihr die nicht verpassen wollt, dann dürft ihr gerne meinen Hauptkanal und meinen Zweitkanal abonnieren. Beides unten in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise nur der Zweitkanal. Hauptkanal könnt ihr einfach auf den Abo-Knopf drücken. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich auch über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.